Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ich habe einige E-Mails bekommen und zwar meistens ja, kommen E-Mails statt Kommentare und da tauchen manchmal ja, ganz wilde Fragen auf. Die möchte ich mal ganz kurz beantworten. Und zwar die erste Frage kam von Sebastian. Ich nenne nur die Vornamen. Sebastian hatte gefragt, Peter, wie lange machst du eigentlich schon deinen Kanal? Könnte man eigentlich ganz leicht rausfinden, aber ich mache, mein Kanal besteht, sagen wir mal so, seit circa 3 Jahren. Also, soweit ich weiß, geht er jetzt ins dritte Jahr rein. Das ist meine Antwort dazu. Als nächstes Michael. Michael fragte, Peter, wie viel Roller hast du eigentlich? Dazu sage ich nur mal, zähl doch mal mit. Dann wirst du auch erfahren, wie viel Roller ich habe. Bis jetzt habe ich so gut wie alles gezeigt. Dann kam die nächste Frage von Ali. Ali hatte mich gefragt, Peter, würdest du reagieren, wenn du in deiner Familie einen Roller abgeben würdest? Ja, wenn es so wäre, wie würde ich reagieren? Da ich über YouTube, also meinen Kanal hier mache und aber auch privat repariere, also das heißt, wenn jetzt jemand, ein Kumpel kommt, wo ich den Roller repariere, seht ihr selbst, ich mache soweit saubere Arbeit, dass der Roller auch anständig wieder rausgeht. Repariere ich einen Roller in meiner Familie? Oder sagen wir mal, sprich, wie die Frage eigentlich war, wenn ich jetzt einen Roller in meiner Familie weitergeben würde, würde ich ihn natürlich komplett durchchecken. Ich würde die Variomatik nachgucken. Sollte mit der Variomatik was nicht stimmen, austauschen. Keilriemen, immer gut nachgucken, austauschen, wenn es sein muss. Genauso wie die Kupplung. Ich würde niemandem meinen Roller geben oder einen Roller verschenken. Sagen wir mal so, ich verschenke den Roller einfach in meiner Familie an jemanden, würde ich immer einen kompletten Check machen, sagen wir mal so. Erstmal kann ich mir sowas nicht erlauben. Also habe ich einen Roller, den ich weitergebe, dann checke ich alles durch, was nur geht. Von Getriebeöl, Motoröl, was alles so sein soll. Vorher würde ich diesen Roller nicht weggeben, weil es könnte mal passieren, dass jemand sonst liegen bleibt, wenn ich vielleicht nicht die Variomatik nachgeguckt hätte. Und da passiert vielleicht auch noch was Schwerwiegendes. Könnte ich mit meinem Gewissen nicht verantworten, selbst wenn ich das Geld von mir reinstecken würde, dass dieser Roller wieder fit ist. Ich würde immer alles nachgucken und ich würde kein Familienmitglied so losfahren, ohne einen kompletten Check zu machen. Das wäre für mich ein zu hohes Risiko. Was ich noch dazu sagen würde, selbst wenn es ein 50er ist oder ein 25er Roller oder sprich Oldtimer, eine Zünder, Perkules, wie auch immer was, es sollte auch über den TÜV mitlaufen. Ich wäre dafür, weil wenn ich manche Roller sehe, dass die überhaupt noch anhalten können, ist schon echt gefährlich. Also ich würde echt sagen, von mir aus dürfte jederzeit der TÜV oder der Roller dürfte von mir aus jederzeit über den TÜV gehen und wie ein Auto alle 2 Jahre und einmal eine komplette
einen kompletten Check machen oder lassen und man ist auf der sicheren Seite. Komischerweise ist die Frage mehrmals gestellt worden. Wie würdest du damit umgehen, wenn du dein Roller oder ein Familienmitglied deinen Roller schenken würdest, geben würdest, fahren lassen würdest, wie auch immer? Klar, ich würde immer eine Gewährleistung darstellen. Solange ich da bin, würde ich natürlich darauf achten, dass der Roller auch intakt bleibt. Und ich würde ihn auch zwischendurch, wenn der Roller mal gerade hierher kommt oder ich sag mal eine Tasse Kaffee ansteht, würde ich den Roller reinnehmen, nachgucken, ist alles in Ordnung, weil diese Stunde sollte man sich dann auch die Zeit dafür nehmen. Weil ich möchte, wie gesagt, immer ein gutes Gewissen dabei haben. Genauso wie die Frage auch aufgetaucht ist, wie gehst du damit um, wenn jetzt jemand mit deinem Roller liegen bleiben würde oder zumindest mit diesem vergebenen Roller, wie würdest du damit umgehen, wenn er liegen bleibt? Ja, keine Frage, wäre ich sofort zur Stelle, sollte eigentlich nicht passieren, weil ich checke regelmäßig diesen Roller, wenn dann durch, dass erst sowas gar nicht auftauchen kann. Stellt euch mal vor, ein Keilriemen reißt oder irgendwas blockiert alles, blockiert das Hinterrad, also hinten die Kupplung, den Wandler und ihr streunert durch den Verkehr, was da alles so passieren kann. Deshalb also jedes Mal, wenn diejenige damit fahren würde, würde ich diesen Roller zwischendurch checken. Dann kam noch, das mache ich jetzt zur letzten Frage, wie gesagt, ihr könnt das ruhig in die Kommentare reinschreiben, kann ich dann auch so beantworten. Wie verhält sich das mit dem T-Rex? Meinst du bekommst ihn zum Laufen? Da würde ich mal ein klares Ja sagen, den werde ich zum Laufen bekommen. Es sei denn, das ein oder andere Teil muss ersetzt werden, aber zum Laufen bekomme ich ihn mit Sicherheit. Ist nur eine Frage der Zeit. Ihr seht, der Roller tut mich gerade ganz schön anfressen, aber egal. Ich ziehe das durch und er muss das aushalten. Was ich natürlich damit noch trotzdem sagen möchte, ihr könnt mich über E-Mails oder über die Kommentare natürlich gerne zu sowas ausfragen, sage ich mal. Ich werde euch da auf jeden Fall eine Antwort drauf geben. Sowas liegt mir natürlich auch am Herzen. Heute gehen wir an den T-Rex 50 dran. Und zwar, das habe ich ja schon im Beitrag rausgeschickt, wir haben eine Zündspule erhalten. Ich hatte, das kann ich vielleicht noch kurz dazu sagen, ich hatte Scooter Garage angeschrieben, also sprich Kevin. Ich habe noch keine Antwort bekommen, das ist jetzt schon 2 Tage her, glaube ich, und kam noch keine Antwort an. Deshalb wusste ich jetzt nicht, wie reagiere ich. In dem Fall, ich hatte ihn angeschrieben wegen einer Zündspule und wegen einer CDI, kam noch nicht zurück. Deshalb habe ich jetzt selbst erstmal ja, gewürgt oder Hand angelegt und habe eine Zündspule bestellt. Die Zündspule bringt die doppelte Leistung, heißt es. Statt 16.000 soll diese 32.000, also mehrere Funken in kurzer Zeit, rausschießen. Gut, damit fangen wir jetzt an und gucken mal, wir arbeiten uns dann Stück für Stück weiter, gucken dann mal, passiert jetzt schon was oder muss ich noch das nächste Teil wieder nachkaufen. Wir schauen einfach mal. Wir bauen das Ding jetzt an. Werkzeug hatte ich hier alles noch liegen lassen. Also das heißt, wir bauen jetzt unsere alte Zündspule hier ab und setzen mal die neue ein. So, dazu muss ich erstmal wieder hier an die Schrauben dran. Hier hatte ich ja schon eine neue eingesetzt und nehme diese Schraube jetzt hier raus. Wie man sieht, ja, der Rostlöser hat auch gearbeitet, das sieht man, war ganz schön verrostet
und habe mir jetzt aber gleichzeitig eine zweite dazu geholt. Also wir setzen jetzt zwei gleiche Schrauben ein. Dazu muss ich natürlich noch den Kreuzschraubendreher holen. Es ist so, manchmal läuft man auch das ein oder andere Mal mehr. So, diese Schraube hier kommt ebenfalls raus. Die ist auch so hin. Ja, meine Zündspule folgt mir auch schon. Lassen wir einfach mal los. Diese Schraube sieht auch schon nicht mehr so schön aus. Deshalb, die kommt gleich in einem Eisencontainer rein. Was ich jetzt allerdings mache, bevor ich die oder wenn ich die neue Zündspule einsetze, immer doch noch mal lieber ein bisschen Fett drumherum. So kann das dann nicht mehr so schnell passieren. Die stelle ich jetzt schon mal hin, nehme meine zweite, auch gleich Fett. So sind wir auf der sicheren Seite. Gut, das war das. Jetzt möchte ich das hier aber trotzdem noch mal ein bisschen abwischen, so dass das hier auch ein bisschen ordentlich und sauber aussieht. Dann kann man auch wieder seine ganzen Kabel ordentlich dran setzen. Das hier gucke ich auch noch mal nach. Das ist ja das Massekabel. Das sieht aber noch gut aus. Das können wir so lassen. Das mache ich nur ein bisschen sauber. Und ja, wir können die neue Spule einsetzen. Cuttermesser einmal langziehen. Spule raus. Wie gesagt, die hat auch, bringt mehr Funken als die schwarzen. Also, ja, wir lassen uns mal überraschen, wie immer. Gut, die sollte jetzt normalerweise auch passen. Das heißt, einmal muss ich hier durch. Ich gucke gerade, wie ich das Kabel ziehe. Ja, ich lasse das da sitzen und schraube rein. Schraube hier rein und ansetzen. Schraube sehe ich zu, dass ich die gleich hier sauber ansetze schon mal. Ja. Nein. Sie wollte noch nicht. Nö, dann machen wir das mit der Hand. Geht auch. So. Erstmal ansetzen. Ja, ich glaube, jetzt sieht es gut aus. Und einmal hier drauf und festschrauben. So, hier sitzt meine Spule, hier ist mein Kabel. Das heißt, ich setze jetzt kurz die nächste ein. Gucke mal, wo muss ich denn hier hin? Ja, das sieht mir ein bisschen knapp aus. Dafür, dass sie passig sein soll. Jetzt, ja. Das Gute ist, hier sind Langlöcher drin in dieser Spule. Das heißt, ich darf das nicht vergessen. Das heißt, ich kann immer noch ein bisschen hin und her schieben. Mein Massekabel darf ich hier nicht vergessen. Das sollte man schon mit dran machen. So, na, wer sagt's denn? Schön ausrichten alles und erstmal das Ganze hier wieder schön sauber festziehen. Es gibt einem ja auch gleich ein besseres Gefühl. Also sprich, man weiß, das ist erstmal neu, aber ich sehe hier, ja, und mein Stecker, das wird hier ganz schön knapp. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Hier müsste jetzt mein Stecker drauf, aber wie man sieht, ist hier schon die Verschraubung. Das heißt, ich müsste versuchen, das wieder ein bisschen vorzuholen, um dass das hier nicht so weit gegenstößt.
Ich habe jetzt die Zündspule ein bisschen vorgezogen wieder. Reicht nicht ganz. Ich muss da was unterfüttern, weil sonst komme ich gar nicht auf den Stecker drauf. Ich gucke mal, meine Schrauben müssten lang genug sein. Also kommt hier noch was dazwischen. Die Zündspule noch mal runternehmen. Und ich lege jeweils zwei Unterlegscheiben hinter. Dann ist man auf der sicheren Seite und weiß, dass hier nicht mal irgendwas passiert, weder ein Kurzschluss reinkommt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall löse ich das Ganze jetzt nur hier auf der einen Seite erstmal, nehme zwei Unterlegscheiben. Immer das Schöne nach oben, so. Diese beiden Unterlegscheiben nehme ich jetzt und setze sie einfach dahinter. Mal gucken, ob ich, ich glaube, ich muss doch noch ein bisschen lösen hier. Na, jetzt scheint sie ganz los zu sein. Ja, ist auch nicht schlimm. Also, ich setze hier meine Scheibe hinter und wenn ich schon dabei bin, kann ich auch gleich meine anderen beiden Scheiben auf die andere Seite packen. Mal gucken, ob das so hält. Ja, sieht gut aus. Gut, dass ich geringfügig einen Abstand hinbekomme. So, das Ganze wieder ansetzen. Ja, das sieht schon auf jeden Fall besser aus. Man braucht sich einfach nur was einfallen lassen. Dann kriegt man das auch immer wieder hin. Hier muss ich jetzt nochmal meinen Platz suchen. Wo zieht meine Schraube hier? Nein, noch nicht. Muss aber auch aufpassen, dass meine Unterlegscheiben hier nicht wegrutschen. Also ich muss das ganze Ding noch ein bisschen verschieben hier. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. Eigentlich ja. Sieht gut aus. Hier meine Masse wieder schön sauber ausrichten und festziehen. Die Masse halte ich jetzt auch wieder fest und ziehe hier gegen. Jetzt bekomme ich hier ohne weiteres meinen Stecker zwischen. Ich halte meine Schraubendreher dahin. So, das sieht man, glaube ich. Also, es ist ohne weiteres schön viel Platz. Zum Testen hatte ich ja mein Kabel noch. Ich muss mal gucken, wo ich das hingelegt habe. Das selbstgebaute Kabel, ja, das schließen wir auf jeden Fall da gleich an. Hier ist mein selbstgebautes Kabel. Das kann ich jetzt erstmal so nutzen. Und zwar setze ich jetzt hier meinen Stecker auf. Ich komme hier auch nicht gegen den Rahmen, also ist wirklich genug Platz vorhanden. So, und stecke es ja in die Zufuhr. So. Haha, jetzt ist die Frage, funktioniert hier was oder ist es das Gegenteil? Also verhält sich das wie vorher auch? Das sehen wir jetzt, aber nicht ganz so schnell. Erstmal lösen wir hier unsere andere Zündspule, weil diese Zündspule, die jetzt eingebaut ist, die bleibt dafür immer drinne, solange sie heile ist. Und können jetzt hier das andere erstmal zur Seite legen. Gut, jetzt brauchen wir natürlich auch noch eine Zündkerze. Ich nehme jetzt erstmal hier diesen Deckel runter. Das geht ganz einfach und stecke meine Kerze ein. Hier könnte ich jetzt eigentlich gleich meinen Kontakt nehmen, weil hier war ich ja mit der Feile dran und rödel das mal ein bisschen fest und dann gucken wir mal. Einmal Kerze in Position bringen und das war zu fest, da bin ich jetzt abgerutscht.
Naja, alle guten Dinge sind zwei. Nochmal zurück damit. Nochmal drüber. So, gleich meine Masse suchen. Wo habe ich hier richtig Masse? Und anziehen. Ja, das sollte reichen. Masse ist gegeben. Ja, da sind wir mal gespannt. Ja, dann würde ich doch sagen, wir geben mal etwas Strom auf den Roller und lassen uns natürlich wieder in jeder Hinsicht überraschen. So, das sieht gut aus. Und einmal die Massezündung an. Alles leuchtet oben. Jetzt kommt es drauf an, was tut sich jetzt? Also, Zündung ist an, oben Öl leuchtet. Wir gucken mal, was passiert. Es passiert nichts. Das ist wieder ein Denkanstoß. Ich glaube, ich brauche gar nichts sagen. Die Motorsäge ist lauter als ich, wenn man mal hört. Aber sie läuft, was bei Ihnen, den T-Rex, natürlich nicht ist. Ich habe mich dazu entschlossen, wir gucken mal in die Lichtmaschine rein. Das heißt, Verkleidung abbauen und dort mal reingucken, um ausschließen zu können, dass vielleicht der Pickup-Schalter kaputt ist oder die Lichtmaschine komplett, sprich CDI. Wir gucken da jetzt erstmal nur rein und schauen dann mal weiter. Also solltet ihr mich nicht großartig hören, dann wird das daran liegen an der Motorsäge. Gut, aber Spaß beiseite, jetzt geht's weiter. Erstmal hier oben die Schraube raus. Und jetzt lösen wir unten das Verkleidungsteil und wollen doch mal sehen, erst mal gucken, ja, die ist beweglich, aber da ist ja auch alles gut eingefettet da unten. Hier ist so viel Schmiere dran, dass das bedenkenlos abgehen sollte. Ich habe mir extra bewusst einmal Handschuhe angezogen, also Einweg. Ja, aufgrund dessen, ne? Sieht man ja gleich. Gut, wir versuchen mal, ob der Deckel sich jetzt hier. Ah, okay, ich sehe hier noch eine Schraube. Das sieht aus wie eine Imbus. Oder täusche ich mich da? Da muss ich selbst mal gucken. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Ich hole mal mehr Licht dran. Es ist eine Imbusschraube und wir gucken mal. Oha. Oha. Nicht gut. Ich versuche mal den Ölbehälter zu lösen. Naja, die funktioniert. Hier unten ist auch eine. Sollte so gut wie es geölt ist, auch funktionieren. Ja. Also, das funktioniert. Wir nehmen den Ölbehälter mal nach vorne und gucken dann mal weiter. Es wird immer mehr, was ich hier auseinanderschraube. Also, nur für das bisschen Zündung. Aber, ja, das will man machen. Wenn der Roller laufen soll, muss man auch was dafür tun. Ich gucke jetzt hier mal. Okay, das ist, ja. Ich glaube, ich muss da etwas mit Rostlöser arbeiten, weil hier ist nämlich ein Gewinde drin, regulär. Und wenn das hier gammelt, dann Prost Mahlzeit sozusagen. Wir gucken mal, was wir hier so hinbekommen, ob das denn trotzdem funktioniert. Hier, Moment, ich gucke hier noch mal. Ah, okay, da ist, also ist doch ins Guss reingeschraubt. Das ist immer schlecht, gerade
wenn die Schrauben dann älter werden, dann gammelt das fest. Kurz wirken lassen, abwarten. Was ich jetzt machen werde, da ich diese Schraube hier vorher nicht losbekomme, ich ziehe mit einem Seil sozusagen den Motor ein bisschen hinten hoch, dann, dass ich hier ein bisschen einfacher dran komme. Zur Not kann ich dann auch ja, die Schraube anderseitig lösen. Aber ich muss hier zumindest erstmal mit einem Gurt drüber, sagen wir mal so lieber. Ich ziehe das Hinterrad jetzt ein bisschen hoch, dann federt es ein und das müsste ein bisschen weiter nach vorne kommen, zumindest nach unten. So hoffe ich es. Ich möchte mal was ausprobieren und zwar habe ich hier meinen Schläger genommen zum Lösen und ich habe ja mal so einen Satz bestellt mit Nüsse, die ich ja mit denen ich variieren kann, also mit dem Aufsatz. Jetzt passt diese Nuss, nein, diese Vorrichtung für meine Ratsche, sagen wir mal so, passt auch wunderbar aufeinander. Das würde heißen, weil ich ja nicht viel Platz da habe, setze ich jetzt hier von meiner Ratsche die Mutter erstmal, die Stecknuss auf, muss hier aber jetzt einen Sechskant haben. Ja, ein Sechskant oder vielmehr gesagt ein Imbusaufsatz, der muss jetzt hier drauf, also der muss runter und ich suche mir jetzt einen Imbusaufsatz. Da ist der Imbusaufsatz. Jetzt hoffe ich, dass ich da auch reinkomme. Ja, ein bisschen schräg, aber es könnte funktionieren. Hier mein Teil drehe ich jetzt auf Linksgewinde. Weil wir wollen ja rausschlagen, ist schon eingestellt, setzt das jetzt hier an und somit kann ich jetzt ja, hoffen, dass ich die Schraube losbekomme. Ich habe euch mal etwas in Sicherheit gebracht. So, und jetzt, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Wir testen jetzt mal an. Ich nehme wieder den kleinen Hammer nur und wir gucken mal. Ob sich denn... Nein, es tut sich immer noch nichts. Ich nehme einen größeren Hammer. Dieser Hammer hier hat ein bisschen mehr Power. Wir testen jetzt nochmal an. Ich hoffe. Und? Oh, die ist so fest, Mensch. Wahnsinn! Wahnsinn! Die rührt sich kein Stück. Vor allem, man sieht, hier sind schon ein paar Schläge draufgekommen. Aber es will noch nicht fruchten. Also jetzt habe ich ja da schon echt ein paar Mal drauf gehämmert. Sprühe das hier auch noch mal ein. Und lasse da noch mal etwas wirken. Ich habe schon ein ganz kleines Stück, ich habe eben noch mal zwei, dreimal drauf gehauen und habe gemerkt, dass die Schraube doch schon ein bisschen nachgegeben haben muss. Das würde ich jetzt mal mit der Knarre weiter versuchen. Man kann es immer so auslegen, Knarre oder Ratsche. Wir versuchen es jetzt mit der Ratsche. Ich verlängere das Ganze noch mal ein Stück, um zu sehen, was passiert jetzt. Ja, also dieser Zerlösen von Schrauben. Aha, okay. Diese Schraube ist abgerissen. Die war aber auch so dermaßen vergammelt, die ja, musste wahrscheinlich einfach abreißen. Das heißt, jetzt ist hier das Restgewinde drin. Soll uns nicht stören. Zur Not bohre ich das auf und
dann sollte das auch abgeschlossen sein. Jetzt, wo der Deckel gelöst ist, ja, nehmen wir ihn mal runter. Ich glaube, ja, das könnte man eventuell sehen, wie das hier drin aussieht. Wir machen das mal so. Ja, sieht nicht gerade so lecker hier drin aus. Okay, zur Seite. Ja, jetzt befürchte ich, dass ich die Schrauben hier auch nicht gelöst bekomme. Ja, die würde ich aber trotz allem gerne lösen. Der Pickup, der sieht aus wie neu. Der sieht noch super aus, aber trotzdem würde ich da ganz gerne mal reingucken. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal. Ich habe mir einen etwas größeren Schraubendreher genommen und ja, versuche jetzt mal mein Glück. Ah, okay. Na, sieht anscheinend schlimmer aus, als es ist. Nochmal. Ja, das ist doch schon mal um einiges besser. Obwohl die Schrauben außen ja sie gleich abreißen. Gut, also raus damit und erstmal jetzt einen Blick dahinter werfen. Zumindest aufs Polrad. Aber das sieht richtig gut aus. Hier ist auch ein O-Ring drin, hier vorne. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Hier ist eben irgendwas runtergerutscht. Ach, okay, von unserem Ölbehälter. Gut, jetzt ist die Frage. Also hier sieht alles richtig ordentlich schick aus. Anders kann ich das gar nicht sagen. Was mich natürlich jetzt ein bisschen ärgert, ist, dass die Schraube da abgerissen ist. Aber die muss ich schon so umwickelt haben, dass nichts anderes mehr geht. Also so gefestigt haben. Ich habe jetzt das Polrad hier mal Richtung Pickup-Schalter gedreht mit dieser Erhöhung, die auf dem Polrad drauf sitzt, und würde mal gerne was versuchen, und zwar den Pickup-Schalter mal ein bisschen näher zu bringen. Trotz allem, versuchen kann man es. Wenn es nicht funktioniert, dann würde ich sagen, dann müssen wir mal gucken. Ja, dann müssten wir auf jeden Fall, oder ich würde erstmal auf die CDI zugehen. Gut, hier ist Platz, ja. Ja, wir können ja trotzdem nochmal durchdrehen und gucken, passiert überhaupt was. Wie ihr seht, da ist die Kerze, Zündung ist an. Und wir schauen jetzt einfach nochmal. Ha! Leute, wartet mal. Ja, dann lasst uns jetzt nochmal schauen. Ich habe euch jetzt noch besser drauf zugerichtet. Das sollte jetzt funktionieren. Na, wer sagt's denn? Manchmal spielt natürlich auch Glück eine Sache oder eine Rolle. Auf jeden Fall, ich hatte extra den Pickup-Schalter, weil der Kontakt kam mir sehr, sehr weit hinten vor, warum auch immer, war aber so verschraubt. Deshalb habe ich jetzt den Pickup-Schalter weiter nach vorne gezogen, also dichter ans Polrad. Das kann schon der Ausschlag manchmal sein. Ist ja zu weit weg, kann es auch zu Zündaussetzer kommen oder dass er vielleicht erst gar nicht läuft. Auf jeden Fall, ihr habt gesehen, na, geht doch. Da kann der Roller sich weigern, wie er will. Gibt's nicht. Wenn wir uns das jetzt hier natürlich mal angucken, hier ist die Ölpumpe und hier ist alles voll. Ich denke mal, das wird alles von den Ölbehälter kommen. Ich glaube nicht, dass die Ölpumpe defekt ist oder ja, was rauslässt an Öl. Ich schätze mal, das ist ja alles von den Ölbehältern. Deshalb, das sollte man dann natürlich jetzt schnellstmöglich sauber machen. Hier ist
zum Beispiel mein Pickup-Schalter. Ich nehme einen Schraubendreher. Hier ist der Pickup-Schalter und den habe ich weiter ans Polrad rangeführt. Ja, na, geht doch. Zündkerze habe ich reingeschraubt, angeschlossen. Ich habe Strom drauf. Ich würde sagen, wir machen mal einen Test. Ich habe jetzt natürlich, ich halte den Bautenzug mal nicht in der Hand. Mal gucken, was jetzt einfach passiert. Wir öffnen das Ding mal und ich kicke den Roller mal an. Ich versuche es jetzt zumindest erstmal mit der Hand. Der knattert ja ganz schön doll. Na, wer sagt's denn? Auch Erfahrung bringt das teilweise mit sich, aber ich will mich nicht selbst loben. Manchmal spielt auch sehr, sehr viel Glück noch seinen Beitrag oder gibt seinen Beitrag dazu, aber eben auch ein Teil Erfahrung. Deshalb einfach nicht aufgeben. Man darf nicht aufgeben. Ruhig dabei und einfach weitermachen und ausprobieren. Als nächstes würde ich jetzt nochmal neu löten. Ihr wisst, ich brauche meine Anschlüsse dann später für die Batterie wieder. Und ja, also es kommt noch einiges auf uns zu. Öl frei machen, sauber machen, eine Schraube ausbohren, die mir eben gerade abgerissen war. Kann passieren, kann ich auch nichts dran ändern. Und so Kleinigkeiten. Auf jeden Fall, der Motor läuft. Na, also. Und je nachdem, ihr wisst, ich wechsle gerne mal. Moment. Mal die Tür auf. Das ist ganz ekliger Gestank gerade. Ich wechsle gerne mal die Roller zwischendurch, dass das auch, wie gesagt, nicht immer so langweilig bleibt oder wird. Nicht bleibt, aber wird. Deshalb kann es sein, dass wir zwischendurch dann unseren Roller reinholen, wo ja auch das Projekt starten soll. Also unseren Stretch-Roller. Wir müssen mal schauen, wie wir hiermit vorankommen. Auf jeden Fall immer Abwechslung. Das wird mir sonst auch zu öde. Deshalb bleibt dran, vielleicht ein Kommentar, ein Like oder ein Abo. Würde ich mich riesig drüber freuen. Also, bis dann, macht's gut. Euer, genau, Scooterschrauber. Tschüss.